Er hat noch viel vor in seinem Ruhestand. Der Altbundespräsident richtet sich ein. Hier im ersten Stock eines Bundestagsgebäudes entstehen 9 neue Büros. Allein eine neue Toilette, einschließlich Sicherheitstüren, soll 52.000 Euro kosten. Neue Möbel schlagen mit 35.000 Euro zu Buche. Das Gehalt von 5 festen Mitarbeitern beträgt rund 385.000 Euro jährlich. Ohnehin steht dem Altpräsidenten ja ein Ehrensold von 236.000 Euro jährlich zu.